In Köln-Niel ermitteln jetzt Jule Polanski und Dennis Mann. Eine Frau ist besorgt und irritiert. Ein Hotelier hat in einem Zimmer den Personalausweis ihres Ehemannes gefunden und sie informiert. Guten Tag. Guten Tag. Und mein Name? Lehmann. Hallo, Inhaber. Polanski. Guten Tag. Herr Lehmann. Was ist denn passiert? Also, ich hatte hier im Haus zu tun, kam dann hier runter und plötzlich stand die Tür offen. Das ist eigentlich ein Zimmer von Ihnen? Das ist eigentlich ein Zimmer. Okay. Und dann gehe ich da rein und hier sehen Sie auch schon, da hinten sind Blutspuren. Ah, bleiben Sie mal kurz draußen, wir schauen dann mal uns um. Auch im Badezimmer? Ja. Das ist gut. Das ist gut. Durchgelatscht noch. Ein Waschbecken. Ja, da hat jemand ordentlich geblutet, würde ich mal sagen. Das ist ja schon ganz schön. Sonst noch irgendwo beides noch nichts mehr. Nein, das ist nichts mehr. Kann mir mal jemand sagen, was hier los ist? So, da sind wir gerade noch in der Klärung. Ich hatte sie eigentlich gebeten, draußen zu warten. Aber gut. Naja. Das Blut ist, wem gehört denn das Zimmer? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Das weiß ich nicht. Das hat wahrscheinlich eine Angestellte von mir vermietet. Da habe ich keine Unterlagen zu. Okay. Okay. Ja. Die Dame wurde angerufen, weil irgendwie der Ausweis vom Mann hier ist. Ja, ja, genau. Deswegen hatte ich sie ja auch an. Denn dieser Ausweis lag da vorm Bett. Das kann aber nicht sein. Mein Mann ist auf Geschäftsreise. Oliver Lemper. Der ist in Finnland. Das kann nicht sein. Der ist auf Geschäftsreise. Der hat mich sogar heute Morgen noch angerufen, dass er in Finnland gelandet ist. Auch von einer finnischen Nummer. Das kann nicht sein. Mein Mann ist definitiv in Finnland. Plus 358. Wie Sie sehen, hat er mich heute Morgen um 9.17 Uhr noch erreicht. Er hat gesagt, dass er gelandet ist. Er ist auf Geschäftsreise. Das kann nicht sein. Okay. Aber Rückerstraße, das ist schon Ihre Anschrift, oder? Darf ich mal sehen? Ja, schauen Sie mal. Das ist tatsächlich mein Mann. Und wir wohnen auch in der Rückertstraße, das ist richtig, aber... Also das ist auf jeden Fall sein Ausweis. Aber wie ist er denn nach Finnland gekommen, wenn sein Ausweis hier ist? Hat er noch einen Reisepass? Der ist allerdings schon seit 2 Jahren abgelaufen. Der Reisepass, also kann er damit schon mal nicht geflogen sein. Okay. Oder könnte noch einen Ersatz haben. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Den Mann noch nie gesehen. Die Polizisten müssen klären, wer das Hotelzimmer gemietet hat. Doch der merklich angespannte Hotelier kann oder will sich nicht erinnern. Die Beamten begleiten ihn in sein Büro. Vielleicht ist ja was auf der Videoaufnahme. Ich habe ja eine Überwachungskamera. Aber Sie müssen doch wissen, wer das Zimmer gemietet hat. Ich finde die jetzt nicht, die Unterlagen. Sehen Sie, was hier los ist. Ja, gut. Sie haben es auch nicht gesehen, dass die Person jetzt rausgegangen ist? Nein, also ich hab die nie gesehen. Ist der Schlüssel denn weg? Der Schlüssel ist auch weg, ja. Schlüssel ist weg, ja. Zimmer stand auf. Ja. Dann Videokamera. Ja. Ist mir zwar für mich ein Rätsel, wie Sie nicht wissen, wer das Zimmer gemietet hat. Gucken Sie auch mal mit. Vielleicht. Weil wenn es Ihr Mann ist, dann erkennen Sie den bestimmt am besten. So. Also noch sehe ich gar nichts. Ja, es läuft noch. Ja, es ist leider nicht mehr viel los hier. Ja. Da kommt jemand. Aber das sieht man ja noch von hinten. Und ist das Ihr Mann vom... Also ich weiß gerade nicht, was hier abgeht, aber von der Statur her, von hinten sieht das aus wie mein Mann. Und was macht er denn mit dieser Frau? Und wer ist denn überhaupt diese Frau? Und was macht überhaupt mein Mann hier? Ich dachte, der ist in Finnland. Ich habe doch die Nummer hier auf dem Handy. Ich habe es ihm doch gerade gezeigt. Der hat mich aus Finnland angerufen. Wir gucken mal gerade, wo der Herr hingeht. Können Sie mal bitte weiter? Aber danach können Sie gerne mal Ihren Mann anrufen. Aber da sind doch Sie auch auf dem Video zu sehen. Ich dachte, Sie haben uns doch gerade noch gesagt, Sie haben diese Herrschaft nicht gesehen, die das Zimmer gemietet haben. Ja, tut mir leid, aber ja, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Ich habe das Zimmer an eine Seitensprungagentur vermietet. An eine was? Eine Seitensprungagentur vermietet. Was macht denn mein Mann bitte mit einer Seitensprungagentur? Und wer ist diese Frau? Und Sie müssen das doch mitbekommen haben. Ja, gut, was macht denn der Ausweis hier? Und warum erzählt er mir, er wäre in Finnland? Also... Frau Lemper. Frau Lemper... Und was ist hier überhaupt passiert? Warum liegt denn hier Blut? Und was also, ist gut, denn? Ich hab angerufen. Frau Lemper, gehen Sie gerade mal mit meiner Kollegin 2 Meter vor die Tür. Ich muss mal gerade mit dem Herrn ein paar Takte sprechen. Kommen Sie mal mit raus. Sie müssen ja verstehen, dass ich hier oben offen bin. Ja, das glaube ich. Können Sie ganz kurz da draußen warten, ja? So, Herr Lehmann. Seitensprungagentur. Ja, ja. Was ist da los? Und das ist ein gefährlicher Typ, der heißt Slatko, und der bezahlt mich im Voraus. Und dann übergebe ich nur die Schlüssel an Pärchen, die da... Ja, weiß der Teufel, was machen. Und Sie wissen aber nicht, wer das Zimmer mietet? Das macht diese Agentur. Nein, das macht dieser Slatko, Wo treffe ich denn diesen Slatko?
Haben Sie ja irgendwelche Kontakte? Ich habe nur seinen Vornamen und... Ja, Sie werden ja im Voraus bezahlt, das heißt... Ja, also der wohnt in der Müllerstraße 21. Müller, das ist die Adresse auch von dieser Agentur. Von dieser Agentur, ja. Okay. So. Na. Und was da jetzt passiert ist? Das weiß ich nicht. Ich war wirklich im Haus unterwegs und ich Sie haben mich dann schon mal belogen, ne? Nein, ich kümmere mich da auch nicht drum, was da in diesen Zimmern passiert. Das ist, aber haben Sie denn Sie mir mal zu. Wir haben hier, wir wissen nicht, was passiert ist. Es kann von mir aus eine Straftat sein. Es kann aber auch eine Verletzung sein oder irgendwas. Wenn Sie natürlich jetzt noch irgendwas verschweigen sollten, was wir wissen müssen. Nein, definitiv. Ich weiß darum überhaupt nichts. Darum geht es ja, Herr Lehmann. Haben Sie irgendwas gehört aus dem Zimmer? Nichts, dass da nichts. Irgendwelche Schreierei war ich oder sonst was? Das Zimmer genommen, das am weitesten weg von dem ganzen Betrieb liegt. Okay. Ich bin halt auf das Geld auch angewiesen. Das Kamera, wenn die Leute reingegangen sind, sind sie auch rausgegangen? Das hat es leider nicht aufgezeichnet. Technik, gut. Ihre Personalien haben wir. Müllerstraße, wie war das? Müllerstraße 21. 21, dann würde ich sagen, fahren wir da mal hin. Vielleicht mal eine EMA machen gleich. Ja. Sie sind natürlich hier erreichbar, Herr Lehmann. Ja, wir kommen dann ich bin immer Ziel. Hier. Ich bin ja allein hier im Haus. So. Frau Lemper. Kann mir jetzt mal einer sagen, was sich hier abgeht? Ja, Frau Lemper. Ich vermute jetzt natürlich, dass Ihr Mann wahrscheinlich eine Affäre hat, wenn das jetzt wirklich der Herr war, der das Zimmer betreten hat. Weil Seitensprungagentur deutet nun mal darauf hin, dass jemand einen Seitensprung vorhat. Um Ihrem Mann zugute zu halten, vielleicht hat ihm auch jemand das Ausweis, Portemonnaie geklaut und wollte damit auf dicke Hose machen, das kann auch sein. Das kann vielleicht auch sein. Wir wollen den Mann jetzt nicht vorverurteilen, aber das ist was Sie mit Ihrem Mann klären. Wir müssen jetzt für uns rausklären, wo das Blut herkommt. Aber ich kann nicht mehr erklären, dass mein Mann mich aus Finnland angerufen hat. Da steht auch die finnische Nummer drauf. Wie geht denn sowas? Also heutzutage ist ja technisch manchmal alles möglich. Weiß ich nicht, ob man das irgendwie umleiten kann, Rufumleitung oder sowas. Ich kann mir das gerade absolut nicht erklären. Können Sie Ihren Mann denn mal anrufen? Dann ich habe ja schon probiert, ihn anzurufen, aber sein Handy ist aus. Und auf dieser finnischen Nummer, wenn Sie da zurückrufen, was passiert dann? Ja, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, weil das kostet ja auch meistens Geld, wenn man ins Ausland telefoniert. Also bevor mein Partner eine Affäre hat, dann würde ich lieber die 3 Euro bezahlen. Ja, also ich finde es jetzt gerade nicht so witzig, wie Sie das gerade hier so feststellen. Ich kann mir auch nicht erklären, was mein Mann hier mit dieser Dame zu suchen hat. Ich kann mir nicht erklären, warum das Blut hier liegt. Ich kann mir auch nicht erklären, wie der Ausweis hier liegt. Ich möchte einfach nur eine Erklärung dafür haben, was sich hier abgespielt hat. Das können wir nicht sagen, pass auf den Ausweis. Vor allem, wo ist denn jetzt mein Mann, wenn er denn hier sein sollte? Das wissen wir nicht. Wir versuchen das zu klären. Sobald wir was haben, geben wir Ihnen eine Info. Und natürlich müssen wir da auch das Einverständnis von Ihrem Mann voraussetzen. Wenn wir irgendwas haben, was wir Ihnen als Information geben dürfen, machen wir das. Wir sind doch verheiratet, da darf ich doch die Info darüber haben. Gut, aber wenn ein Mann fremd geht, dann ist es nicht eine Aufgabe der Polizei, müssen wir dann auch ehrlich sagen. Es tut mir leid, dass wir es so hart sagen müssen, aber wir sind für Gefahren und Straftaten da und eine Ehekrise, wenn da irgendeiner fremd geht, da haben wir leider nichts mit zu tun. Naja, das klären Sie mit Ihrem Mann, fahren Sie nach Hause, sobald wir was haben, wir haben Ihre Anschrift oder Telefonnummer. Wir melden uns bei Ihnen. Jule Polanski und Dennis Mann hoffen, bei der Seitensprungagentur mehr über den Verbleib des untreuen Ehemanns zu erfahren. Dort eingetroffen, stoßen sie aber zunächst auf seine Frau. Sie ist so angespannt, dass sie nicht nach Hause fahren konnte. Ja, Entschuldigung, aber was haben Sie denn jetzt hier gemacht? Ich bin nachgefahren, weil ich möchte das ganz gerne jetzt wissen, was hier los ist. Also, ja. Es tut mir leid, aber ich möchte jetzt definitiv wissen, was jetzt hier los ist. Ich war schon lange ruhig, ich möchte jetzt einfach wissen. Sie bleiben trotzdem bitte hier, weil Sie dürfen kein fremdes Grundstück einfach so betreten, ne? Sie haben sich gerufen. Wo müssen wir jetzt hier rein? Hab ich verstanden. Okay. Da ist ja schon mal richtig Geschrei. Sollen wir hier die Tür schließen? Hier ist ein Treppenhaus, glaube ich. Ist das ein Treppenhaus? Da geht's hoch. Ich mach gar nichts. Ich war nur ein Brief. Ja, das sah für uns anders aus. So. Oh, ich habe halt nur. Ich wurde ja auch bedroht von denen. Ja, haben wir gesehen, wer hier wen bedroht hat. Ich habe mich doch nur gewehrt. Das ist doch unfair. Pass auf, Sie sind Herr Lemper. Ja. Ich kenne Sie von Ihrem Ausweis. Ja. Was ist hier los? Auf jeden Fall. Ihnen geht's gut? Ja, es ist alles in Ordnung, aber außer hier meine Frau hier, was die hier angeht. Wegen ihm fand ich ganze 5 Wochen aus. Er kann sich gar nicht vorstellen, was er damit getan hat. Sie sind die junge Dame. Da muss der Lappen wenigstens mal Schmerzensgeld. Was machst
Lappen hier? Der Lappen, nein, das gibt's ja nicht. Was ist denn das hier für ein? Hey, lass mal meinen Alten in Ruhe. So schon mal gar nicht. Wer, was, bitte, wer bist du? Ja. Deine Alte? Was für eine Alte? Olli, erklär uns, was ist hier los? Frau Lemper. Nein. Lassen Sie mich mal in Ruhe. Nein. Mach meine Frau hier. Guck mal an, sie hat sie gebrochen. Schatz, was gibt denn nicht? Mach dich nicht an! So, jetzt Ruhe jetzt! So, was machst du hier? Sie sind ruhig. Sie können Ihre Frau gerne erklären, was los ist, dann erklären Sie es uns auch direkt. Wer ist das denn? Und wer ist das? Ist ruhig nicht, jetzt, ansonsten gehen Sie raus. Was du denkst, ne? Also. Moment, was ist hier los? Erklär es mir! Hören Sie auf zu schreien, ansonsten gehen Sie raus. Letzte Entschuldigung, Mal. Ich letzte Mal! Erklär es mir! Hör mal zu, ich flippe gleich aus. Darf ich so ausrasten? Ich darf nicht ausrasten, Herr Klemme. Was ist denn das für ein billiges Flittchen hier? Was soll denn das hier? Hallo. Wir sind jetzt schon seit 10 Jahren zusammen und... Was willst du mir sagen? Was willst du mir damit sagen? Ich wollte halt mal so auch mit anderen Frauen schlafen. Was wolltest du? Ja, also es ist aber nicht das passiert, was du jetzt denkst. Ne? Also ich habe mich halt mit der getroffen, mit der, also es gibt so eine... Seitensprungagentur. Eine was? Eine Seitensprungagentur, da kümmern die sich um alles und dann... Eine Seitensprungagentur? Haben die halt mit so einer Nummer angerufen, dass du denkst, ich bin in Finnland und das war halt so arrangiert. Eine Seitensprungagentur, dann hat der, dieser Hoteltyp die ganze Zeit recht gehabt. Ja, was heißt recht gehabt? Ich meine, das ist noch nie vorgekommen. Du weißt, 10 Jahre, ich war dir immer treu, so ist... Gut, ja, also, geh mir auf den Weg. Für mich mal. Alter, mal deine Klappe, wer bist du denn überhaupt? Schau mich mal an, was passiert ist. Schau mich mal an. Du bist doof, um fremd zu gehen, der Idiot. Ich erkläre mir das. Was hast du mit dieser Frau? Gut, jetzt. Wer ist diese Frau? Ich habe aus Versehen das Knie ins Gesicht gehauen bei einer Stellung. Also, das sollte jetzt nicht so. Bei was? Also, sie waren ihre Frau betrogen und ihr haben sie das Knie ins Gesicht gehauen. Aus Versehen. Aus Versehen, ja. Das war halt irgendwie so ein Reflex. Aber die ist auch so komisch. Irgendwie hat sich auf einmal so bewegt. Und dann daher kommen sozusagen auch diese ganzen Blutspuren im Hotelzimmer, die sind von ihrer Nase. Ich habe die Nasenbluse dabei gebrochen. Also, wir waren noch mal hier. Er war noch so in ein Krankenhaus gefahren. Dazu kann er jetzt nämlich auch zum Beispiel stehen. Ja, hier haben wir natürlich sehr viele Emotionen, gerade von der Frau Lemper, die hier wegen dem Seitensprung von ihrem Mann einfach außer sich ist, die wir nachvollziehen können. Allerdings müssen wir auch versuchen, ernst zu bleiben in so einer Situation. Wenn man sich vorstellt, wie man sich beim Sex die Nase bricht. Ich glaube, das Bild ist auch meiner Kollegin hier heute durch den Kopf geschossen. Wir müssen trotzdem versuchen, ernst zu bleiben und hier versuchen, auch die Maßnahmen zu treffen, dass wir das strafrechtlich hier abfrühstücken und dann auch versuchen, die Frau Lemper zu beruhigen, dass es nicht noch weiter eskaliert. Die Beamten trennen deshalb das Ehepaar und geleiten die aufgebrachte Ehefrau nach draußen. Auch beruhigen sie den Chef der Agentur, der den Ehemann weiterhin bedroht. Folgendes, was Sie mit Ihrer Frau machen, ist uns ehrlich gesagt herzlich egal. Ja. Seitensprung ist uns auch egal, haben wir mit Polizei nichts zu tun. Wenn Sie bei Ihrem geschlechtlichen Akt der Dame irgendwas kaputt machen, ich weiß zwar nicht wie, kann das von mir aus passieren. Ja, das geht. Ist das zumindest schon mal eine Fall? Ich rede. Kann das passieren? Ist von mir aus eine fahrlässige Körperverletzung. Was wir hier drin gesehen haben, dass Sie hier mit Dings bedroht haben, ist eine Bedrohung. Naja, und für den Auftrag will ich auch Kohle sehen. Was Sie machen, ist eine Erpressung. Wieso das denn? Weil Sie damit drohen, das Verhältnis... Ja, meine Alte fährt Minimum 4-5 Wochen aus. Dann Minimum. Können Sie das gerne bei ihm im Nachgang einklagen, zivilrechtlich, aber dass Sie ihm drohen... Aber rechtlich bekomme ich Schmerzensgeld. Ich falle aus. Das können Sie ja gerne machen. Das aber dass Sie ihm machen. Drohen, dass Sie das Verhältnis... Das ist auch noch zu doof, um fremd zu gehen. Was Sie ihm machen, ist eine Erpressung. Das heißt, wir werden gegen Sie beide eine Strafanzeige fertigen, gegen Sie eine Strafanzeige gegen fahrlässiger Körperverletzung und Bedrohung. Die wollten Geld und ich... Du hast uns gerade erpresst im Büro! Da lag hier gerade irgendwie so ein Brieföffner. Das ist doch keine Waffe. Gut. Das ist doch, als wenn ich das können Sie gerne alle später zu Protokoll geben. Wir machen jetzt Folgendes. Ist Ihr Büro. Personalien von Ihnen haben wir, weil wir hier gerade unten das schon aufgenommen haben. Sie kommen mit uns. Jetzt kriege ich auch noch eine Lampe, weil der zu blöd ist, fremd zu gehen, oder was? Ja, das ist ja wohl nicht normal. Ja, aber es ist ja auch nicht normal, dass Sie unter der Hand hier 5000 Euro verlangen und sonst ihm drohen, seiner Frau Bescheid zu sagen. Das ist eine Erpressung. So, ganz einfach. Ja. Und für Fremdgehen braucht auch die Nase nicht, von daher ist das auch nicht das Problem. Wenn Sie Schmerzensgeld möchte, können Sie sich gerne ans Gericht wenden, dann können Sie das einklagen. Das wäre. Sie gehen mit uns, was Sie können. Macht ab, Freund. Wascht ab. Noch mehr Drohung? Nee, alles gut. Ja? Alles gut. Können wir Sie mit Ihrer Frau, jetzt möchten Sie mit Ihrer Frau sprechen, ansonsten gehen Sie beide getrennte Wege. Die beruhigt sich schon wieder, die ist manchmal ein bisschen... Ja, das sehe ich jetzt noch nicht, aber das machen Sie mit Ihrer Frau. Ich möchte nicht wegen Ihnen und Ihrer Frau jetzt hier nochmal
Schatz. So, ein bisschen beruhigt. Komm. Was heißt denn beruhigt? Komm, ich erklär dir das mal. Also das ist... Ich will keine Erklärung. Was hast du mir noch zu sagen? Komm, ich lass uns das mal in Ruhe besprechen zu Hause. Komm mir am besten nicht zu nah. Ach komm, wieso? Ich hab, ist doch gar nichts passiert. Ist gar nichts passiert? Ja, willst du gleich noch eine von mir fragen? Frau Lambert. Es ist nichts passiert. Frau Lambert, ich glaube... Ja, Sie lassen mich am besten mal in Ruhe. Sie können das überhaupt nicht nachvollziehen. Für Sie ist es vielleicht besser, wenn Sie heute im Hotel schlafen und mit Ihrer Frau erstmal nicht reden. So, ich gebe Ihnen jetzt schon mal Ihren Ausweis zurück. Keine Sorge, ich gehe auch in ein anderes Hotel. Ach, Herr Lambert. Ja, so, gehen Sie jetzt am besten und, ja? Schatz, ne, also ich rufe dich an, ja? Sie bekommen von uns Post und ich rufe dich an, gibt es nicht bei mir. Ach komm, ey, wir kennen das schon. Komm, wir haben alles so aus dem Durchschnittsstand. Wir beide haben nichts mehr zu klären. Ja. Können Sie jetzt mir mal aufhören, ins Wort zu fallen? Wir beide haben nichts mehr zu klären. Die Ehefrau hat sich getrennt. Der Agenturchef wird wegen Bedrohung und Erpressung angezeigt.